Ich möchte dich ganz herzlich zu meiner Pilatesstunde begrüßen. Wir werden heute ein Detox-Pilates machen. Das ist ein Pilates mit viel Drehhaltungen. Die Pilates-Atmung werde ich am Anfang erklären, nachher nicht mehr darauf eingehen. Du bist eingeladen, die Atmung dann anzuwenden, wenn es für dich passt. Solltest du noch nicht so vertraut sein mit dieser Atmung, dann empfehle ich dir, die Atmung vor allem dann anzuwenden, wenn die Übungen eher einfach sind. Gut, wir fangen in der Rückenlage an. Du kannst für das deine Beine aufstellen. Wenn du möchtest, kannst du auch deine Knie zueinander kippen lassen. Deine Hände kannst du jetzt an unteren seitlichen Rippenbogen legen. Und die nächste Einatmung erfolgt durch die Nase. Und das Ausatmen durch den leicht geöffneten Mund. Sie atmen also über die Nase. Und das Ausatmen über den geöffneten Mund. Wir fahren weiter. Die nächste Einatmung lenkst du jetzt ein bisschen höher in deinen Brustkorb. Und dann spürst du schön, wie sich die Rippen unter deinen Händen anfangen auffächern. Und ausatmend schließt sich der ganze Rippenbogen wieder. Einatmend öffnet, weitet sich jetzt also dein Brustkorb. Der Bauch geht nicht mehr so stark nach vorne. Und ausatmend schließt sich der Rippenbogen weiter. Geht weiter zum nächsten Schritt. Du fährst immer noch weiter mit der Einatmung, mit der Brustatmung. Ausatmend. Schließt sich der Rippenbogen, die untere Rippe lässt Richtung Bauchnabel sinken und jetzt versuchst du, den Beckenboden Richtung Bauchnabel zu ziehen. Das gibt eine Spannung, die löst sich bei der Einatmung wieder. Ausatmen, also Rippen sinken lassen und Beckenboden zum Bauchnabel ziehen. Der nächste Schritt. Du fährst immer noch weiter einatmen mit der Brustatmung. Ausatmen, lass die Rippen sinken, Beckenboden ziehst zum Bauchnabel und jetzt tust du den Bauchnabel zur Wirbelsäule ziehen. Einatmen, löse ich wieder. Und ausatmen, wieder Rippen sinken lassen, Beckenboden zum Bauchnabel, Bauchnabel zur Wirbelsäule. Und jetzt die letzte Stufe, da versuchst du jetzt bei der Einatmung den Beckenboden nicht mehr ganz loszulassen. Behaltest eine kleine Grundspannung drauf. Und der Rest bleibt gleich. Nimm nochmal zwei tiefe Atemzüge, wo du jetzt all die verschiedenen Schritte am besten in dieser Reihenfolge versuchst dazu zu nehmen. Dann fangen wir an mit dem Aufwärmen. Für das kannst du jetzt deine Beine wieder parallel zueinander aufstellen. Die Arme sind entspannt neben dir auf dem Boden abgelegt. Mit der nächsten Einatmung lässt das Becken ganz nach vorne kippen, kommst ins Hohlkreuz und ausatmen durch das Becken einrollen. Lässt den unteren Rücken ganz auf dem Boden ab. Also einatmen, kippt das Becken vorne. Und ausatmen durch das Becken einrollen. Dann fahren wir weiter. Das Einatmen ist immer noch gleich, das Becken kippt führen. Und jetzt ausatmen durch das Becken einrollen und leicht vom Boden lösen. Einatmen, senkst du es wieder ab, lass es führen kippen. Und ausatmen durch wieder einrollen und kommst noch etwas höher. Und so kommst du Schritt für Schritt immer etwas höher in deine Schulterbrücke. Wenn du jetzt das nächste Mal hier oben bist, und das muss noch nicht maximal sein, dann bleibst du so, nimmst beide Arme quer nach, so dass die Handflächen zur Decke schauen. Du musst jetzt so einatmen, ausatmen, senkst das Becken ab, lässt die Beine zum Beispiel nach rechts kippen, Kopf schaut in die Gegenrichtung, kommst wieder einatmend rauf, ausatmend, lässt wieder das Becken sinken, Beine gehen nach links, Kopf schaut in die Gegenrichtung. Du tust jetzt also im Wechsel jeweils Beine
auf eine Seite kippen lassen. Der letzte Durchgang. Wenn du das nächste Mal die Beine wieder aufgestellt hast, dann kannst du mit den Händen an die Knie und du tust einen Moment deine Beine auf der Bauchdecke kreisen. Dann wechselst du noch die Kreisrichtung. Und dann kannst du beide Beine wieder angewinkelt auf dem Boden aufstellen. Deine Arme nimmst du jetzt breit und flach hinter deinen Kopf, sodass sie schön aufliegen. Das rechte Bein durch zur Decke ausstrecken, durch so einatmen. Ausatmen durch das Bein anwinkeln, mit den Händen fassen und anziehen. Das immer einatmen durch das Bein ausstrecken, dann gehen wieder in den Kopf und ausatmend anziehen. Du kannst anfangen, deine Beinrückseite zu wecken, indem du den Fußflex einatmend, den Rest bleibt gleich, ausatmend durch das Bein wieder anziehen. Wenn du das nächste Mal das Bein angezogen hast, bleibst du einen Moment so. In den Schultern bleibst du ganz locker. Und dann kannst du noch das aufgestellte Bein vorgleiten lassen, ohne dass sich das angewinkelte Bein vom Rumpf entfernt. Gut, dann löse ich wieder. Wir wechseln die Seite. Du musst wieder beide Beine angewinkelt aufstellen. Dann gehen wieder flach hinter deinen Kopf. Jetzt steckst du das linke Bein zur Decke aus, einatmend. Und ausatmend durch das linke Bein fassen und anziehen. Immer einatmen, strecken, dann anziehen. Beim nächsten Mal kannst du gerne anfangen, den Fuß zu flexen, die Ferse schickst du gegen oben, der Rest bleibt gleich. Und wenn du das nächste Mal das Bein angezogen hast, bleibst du auch gerade wieder einen Moment. Auch da lässt du deine Schultern locker. Und dann kannst du noch das aufgestellte Bein führen, gleiten lassen. Gut, bevor wir jetzt mit dem Kräftigungsteil anfangen, tun wir uns die Länge ziehen. Für das kannst du beide Beine ausstrecken, die Hände über dem Kopf verschränken, ablegen. Und dann tust du dich gut in die Länge ziehen. Deine Ferse schickst du gegen oben. Deine Hände wenden gegen oben. Dann versuchst du die Ellbogen zu strecken, so gut wie es geht. Und zum Schluss schickst du deine Schultern weit weg von deinen Ohren. Gut, dann kannst du lösen. Jetzt kannst du beide Beine wieder angewinkelt aufstellen, sodass sie parallel hast zueinander. Das Becken tust du so auf, stellen, sodass du noch einen fingerbreiten Abstand hast vom unteren Rücken zum Boden. Deine Schultern sind locker, Schulterblätter lässt auf die Matte sinken und der Kopf ist leicht eingerollt, das Kinn schaut leicht zum Brustbein. Fangen wir an mit den Leglifts. Mit der nächsten Ausatmung kannst du jetzt das rechte Bein angewinkelt lösen. Einatmen, senkst du es wieder ab. Und ausatmen durch das linke Bein angewinkelt lösen. Und einatmen, wieder senken. Und da kannst du jetzt gerne Pilatesatmung anfangen dazu nehmen. Einatmen, senkst du wieder ab. Ausatmen, versuchst du also Rippen sinken lassen, Beckenboden zu Bauchnabel, Bauchnabel zu Wirbelsäule. Wichtig ist jetzt, dass du versuchst, hier im Becken stabil zu bleiben. Und nur das Bein bewegt sich. Mal einen Durchgang. Und es langt, wenn du das Bein anziehst, sodass das Knie jeweils über deinem Hüftgelenk ist. Wenn du das nächste Mal das linke Bein oben hast,
bleibst oben, nimmst das rechte Bein auch dazu. Wir machen es von oben runter. Ausatmen, du lässt jetzt das rechte Bein sinken lassen. Einatmen, du kommst zurück. Und ausatmen, das linke Bein. Und einatmen, du kommst wieder zurück. Auch da versuchst du, in deinem Becken stabilisiert zu bleiben. Das kippt nicht nach vorne, nach hinten. Und wenn du das nächste Mal das linke Bein gesenkt hast, dann kannst du das linke Bein dann ganz ablegen und nimmst das rechte Bein auch dazu. Fahren wir weiter mit dem Oberkörper, dann nimmst du deine Arme flach hinter deinen Kopf, sodass sie auch wieder breit sind. Du musst so einatmen und jetzt ausatmen. Löst deinen Oberkörper, deine Arme schieben vorne zu den Füßen. Immer einatmen, senkst ab. Und ausatmen, kommst auf. Wenn du jetzt spürst, dass sich das nicht gut anfühlt im Nacken, dann kannst du gerne den Kopf unterstützen und so die Übung machen. Durchgegangen so. Und jetzt tun wir beide Übungen kombinieren. Für das nimmst du beide Beine 90 Grad Winkel, du musst so einatmen. Ausatmend löst deinen Oberkörper. Dann einatmend senkst du Beine ab. Ausatmend kommst du wieder rauf. Und einatmend wieder ablegen. Ausatmend wieder raufkommen. Einatmend vorne kippen. Ausatmend wieder rauf. Auch da kannst du gerne in deinem eigenen Atemrhythmus arbeiten. Wie immer folgt die Bewegung der Atmung und nicht umgekehrt. Und wenn es sich nicht gut anfühlt in deinem Nacken, kannst du gerne wieder den Kopf unterstützen. Das heisst, du behaltest dann deine Hände am Nacken und machst so die Übung. Mach noch zwei Durchgänge. Wenn du jetzt das nächste Mal den Oberkörper wieder abgesenkt hast, bleibst du oben. Jetzt kannst du den mit Querachs ablegen, die Handflächen gerne zum Boden. Fahrt weiter, du so einatmen. Ausatmen, du Bein auf rechts abdrehen, ohne abzulegen. Kommst einatmend wieder zurück. Ausatmen, gehst nach links. Und einatmen, kommst wieder zurück. Jetzt achte darauf, dass dein ganzer Schultergürtel mit den Armen flach auf dem Boden aufliegt. Es sollte sich also kein Luftküsse bilden. Wir fahren weiter. Das nächste Mal, wenn du abgedreht hast, kannst du am Schluss von der Drehung im Moment das obere Bein ausstrecken. Kommst wieder einatmen zurück, durch das Anwinkeln, ausatmen, auch wieder zuerst abdrehen und dann Kick gegen vorne. Und wieder einatmen, zurückdrehen. Auch da bleibt immer noch dein ganzer Schultergürtel flach auf dem Boden aufgelegt. Der letzte Durchgang so. Und wenn du einen gesunden unteren Rücken hast, dann kannst du gerne noch weitergehen. Das heisst, du kannst beide Beine einen Moment ausstrecken. Einatmen und auch wieder zuerst anwinkeln, dann zurückdrehen. Und ausatmen zur anderen Seite. Und dann Kick gegen vorne.
den letzten Durchgang. Gehen wir noch eine Stufe weiter. Das heisst, wenn du jetzt das nächste Mal abdrehst, versuchst mit dem gegenüberliegenden Hand zu den Füßen zu gehen. Einatmend kommst du wieder zurück. Ausatmend drehst zur anderen Seite. Und auch da geht die Hand zu den Füßen. Auf dem anderen Arm kannst du dich gerne aufstützen. Du kannst es auf den Ellbogen kommen. Wenn du jetzt das nächste Mal oben bist, halt einen Moment. Und wir machen hier die schnelle 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kommst wieder einatmen zurück. Und ausatmen, wechselst zur anderen Seite. Und dann hier die schnelle 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und dann kannst du wieder lösen. Du kannst mit beiden Händen an die Knie und mit einem Moment auflockern, mit dem Bein kreisen. Du kannst noch die andere Richtung kreisen. Und jetzt kannst du beide Beine wieder angewinkelt aufstellen, sodass sie parallel hast zueinander. Deine Arme sind neben dir auf dem Boden abgelegt. Du tust so einatmen. Ausatmend kommst du jetzt in eine Schulterbrücke. Einatmend gehen deine Arme wieder flach hinter deinem Kopf. Ausatmend senkst du das Becken ab. Und einatmend kommen die Arme wieder zurück neben den Körper. Das war ein Durchgang. So also ausatmend wieder das Becken lösen. Einatmend und die Arme aufführen. Ausatmend das Becken ablegen. Und dann einatmend die Arme wieder zurücknehmen. Auch das wieder gerne in deinem eigenen Atemrhythmus. Achte darauf, dass jetzt, wenn du deine Arme hinter dem Kopf hast und du jetzt das Becken senkst, dass die Arme immer noch flach aufliegen. Wir machen noch zwei Durchgänge. Und wenn du jetzt das nächste Mal hier oben bist, mit dem Becken, dann bleibst du oben, nimmst nur den wieder zurück neben deinen Körper. Wir fahren hier weiter. Jetzt löst dein rechte Bein angewinkelt vom Boden. Du musst so einatmen. Und jetzt tust du ausatmen, das Bein noch mehr anwinkeln und tust wie unten durchfädeln unter dem Stammbein. Einatmen, kommst du wieder rauf. Und ausatmen, unten durchfädeln, das Becken gerne jetzt auf die rechte Seite aufdrehen. Achte dabei darauf, dass die gegenüberliegende Beckenhälfte, die linke Seite, dass die immer noch in gleicher Höhe behalten. Wenn du noch etwas weitergehen möchtest, kannst du jetzt das Bein ausstrecken, einatmen. Du machst genau das Gleiche, du aufdrehen. Letzte Durchgang so. Und für die letzte Stufe kannst du gerne noch die Arme zur Decke ausstrecken. Wir machen noch vier so. Das letzte Mal. Wenn du das nächste Mal unten durchgefädelt hast, leihst das Bein wieder ab, leihst den Arm wieder ab. Wir wechseln die Seite. Das
nimmst das linke Bein angewinkelt auf, kannst so einatmen und ausatmen, tust auch wieder unten durchfädeln, unter dem Stammbein. Einatmen, kommst wieder rauf. Auch da dreht jetzt nur die linke Seite auf und die rechte Seite, die versuchst du immer noch in gleicher Höhe zu behalten. Fahren wir weiter mit gestrecktem Bein, wenn du möchtest. Und für den letzten Durchgang kannst du gerne noch die Arme strecken und dann so weiterfahren. Wenn du das nächste Mal durchgefädelt hast, kannst du auch das linke Bein wieder aufstellen. Und jetzt mit der nächsten Einatmung schickst du das Becken noch etwas höher rauf. Das Kinn kann jetzt gerne Richtung Brustbein gehen. Und ausatmend tust du deine ganze Wirbelsäule langsam abrollen. Und erst ganz am Schluss senkst du das Becken ab. Jetzt kannst du gerne beide Beine im Moment ausstrecken, die Beine so ein bisschen ein- und ausdrehen. Gut, dann gehst du mit den Händen an die Knie. Mit der rechten Hand schiebst du die Beine weg, links ziehst du an und dann tust du gegengleich kreisen. Immer rechts stoß, links zieht zuerst. Und wenn du das nächste Mal die Beine wieder geschlossen hast, wechselst du links stoßen, rechts ziehen. Gut, und jetzt kannst du mit den Händen unter deine Knie kehlen. Machen wir ein Roll-up. Einatmen, rollst dich zurück. Ausatmen, kommst du in die Balanceposition. Beim nächsten Mal, wenn du jetzt zurückrollst, holst du noch etwas mehr Schwung, kommst direkt auf deine Füße und für den ersten Durchgang kannst du dich gerne mit den Händen abstoßen, durch die Einatmen strecken. Und ausatmen, wieder zurückrollen. Dann gehen wir zuerst auch wieder in die Balanceposition. Also einatmen, zurück. Und in die Balanceposition. Und auch da holst du wieder mehr Schwung und gehst wieder direkt auf die Füße. Du musst einatmen, strecken. Und ausatmen, wieder zurückrollen. Wieder zweimal in die Balanceposition. Und nächstes Mal wieder direkt auf. Und ausatmen, dann zurück. Wenn du das nächste Mal in der Balanceposition bist, dann haltest du da. Du hast das Brustbein anheben, Schultern lassen sinken. Deine Beine kannst du jetzt in 90 Grad Winkel nehmen. Wenn du möchtest, kannst du sie ausstrecken. Und wenn du möchtest, kannst du einen Moment die Arme strecken. Und so einen Moment bleiben und schnaufen, dabei nicht vergessen. Gut, dann lässt wieder ab. Wir fahren weiter im Sitz. Für das kannst du jetzt deine Beine leicht angewinkelt aufstellen. Du kannst ganz auf deine Sitzbeine hocken, beide Hände hast du am Nacken. Das ist einatmen. Ausatmend kommt der runde Rücken. Dann tust du wieder einatmen, aufrichten. Und ausatmend wieder runden Rücken. Und jetzt kannst du anfangen, dich von oben her aufzurichten. Also ausatmen, runden Rücken, das ist eher passiv. Und jetzt einatmen, du musst wie von oben her anfangen aufrichten und kommst wieder zurück im Sitz. Das heisst, du schickst dein Brustbeingefühl und tust dich so aufrichten.
letzte durchgehen. Wenn du jetzt das nächste Mal wieder oben bist, kannst du jetzt deine Beine auf eine Matte breit öffnen. Behaltest sie noch angewinkelt. Nimmst die Hände vor dein Brustbein. Mit der nächsten Ausatmung tust du auf eine Seite aufdrehen. Behaltest dabei das Brustbein angehoben. Kommst wieder einatmend zurück. Ausatmend kommst du zur anderen Seite. Und einatmend wieder zurückkommen. Du kannst dir vorstellen, an deinem Scheitel hast du einen Faden, so wie bei deiner Marionette. Und immer auch, wenn du dich aufdrehst, bleibt der Zug gegen oben erhalten. Dein Kopf bleibt schön in dieser Achse über deinem Becken. Deine Wirbelsäule bleibt gestreckt. Und einen letzten Durchgang. Und jetzt wollen wir beide Übungen kombinieren. Für das kannst du den mit Querachs nehmen, du kannst so einatmen. Ausatmen, drehst du auf, die Hand geht zum gegenüberliegenden Fuß. Dann tust du wieder einatmen, aufrichten. Ausatmen, zur anderen Seite aufdrehen. Und immer einatmen, versuchst du wieder die Länge herzustellen in deiner Wirbelsäule. Und wenn du ganz auf deinen Sitzbein hocken kannst, kannst du sie mit gestreckten Beinen, dann kannst du auch gerne deine Beine strecken. Und wenn du jetzt noch etwas weiter gehen möchtest, kannst du noch Varianten reinbringen. Nach dem Aufdrehen schickst du das Brustbein gegen vorne, gibst einen Impuls gegen vorne und tust dich so aufrichten, einatmen. Ausatmen, wieder aufdrehen. Und dann wieder einatmen, Impuls gegen vorne und so hochkommen. Ist ein bisschen strenger so. Also das Brustbein vorne schicken, dann noch mal ein bisschen mehr Länge geben im Körper. Wir machen jede Seite noch einmal. Und wenn du das nächste Mal da oben bist, halt einen Moment, kommst du mal ganz auf deine Sitzbeine hocken, schickst deinen Scheitel gegen oben, durch das Brustbein anheben, Schultern lassen sinken und dann stellst du dir vor, jemand zieht an deinem rechten Arm, jemand zieht an deinem linken Arm. Bei jeder Ausatmung schiebst du jetzt die Arme noch etwas weiter auseinander. Bei jeder Ausatmung wird auch der Raum zwischen deinen Schulterblättern immer grösser. Gut, dann kommt noch einmal die Atmung gut auf deine Sitzbeinhöcker. Und dann kannst du lösen. Jetzt kannst du deine Beine leicht anwinkeln. Wir machen kurz Pause, du musst die Einatmung strecken. Und ausatmen, kommst in die halbe Vorbeuge und spürst einen Moment nachher. Gut, und dann kannst du dich wieder langsam aufrollen. Wir fahren weiter im Vierfüßler. Für das nimmst du deine Hände unter deine Schultern. Deine Beine hast hüftbreit auseinander, sodass du deine Knie unter deinen Hüftgelenken hast. Machen wir einen Cat-Stretch. Mit der nächsten Einatmung lässt du das Becken gegen vorne kippen. Ausatmend kommt eine runde Rücke. Und so tust du dich falten und gehst in den Fersensitz hinten runter. Und einatmend, so hast du mit dem Gesicht nach dem Boden entlang aufzukommen, den Becken im Hohlkreuz. Und ausatmend, runde Rücke falten. Machen wir das ein paar Mal. Wenn du das nächste Mal im Fersensitz bist, dann bleibst du einen Moment, den Kopf kannst du auf dem Boden ablegen, auf deinem Handküssi, so wie es für dich stimmt. Dann bleibst du einen Moment. Gut, und dann fahren wir weiter, du kommst wieder in Vierfüßler.
Da tun wir uns jetzt ein bisschen genauer ausrichten. Deine Hände hast du unter deinen Schultern. Die Finger sind gut aufgefächert und die Mittelfinger hast du parallel zueinander. Deine Schulterblätter lässt du sinken. Und jetzt durch deine Wirbelsäule gut strecken. Du kannst dir vorstellen, deinen Scheitel schickst du in diese Richtung, dein Kreuzbein willst du in die andere Richtung schicken. Deine Wirbelsäule hast du jetzt also schön gestreckt. Mit der nächsten Ausatmung tust du jetzt deinen rechten Arm lösen. Einatmend kommst du wieder zurück. Und ausatmend den linken Arm. Deine Schultern bleiben schön weg vom Ohr. Der ganze Rumpf bleibt stabil. Und nur der Arm bewegt sich. Wenn du das nächste Mal deinen rechten Arm ausgestreckt hast, legst du ihn gestreckt auf der Kleinfingerseite ab. Du das linke Bein ausstrecken, legst es auf der Fußspitze ab. Und mit der nächsten Ausatmung tust du Arm und Bein anheben. Immer einatmen, senken und wieder hochkommen. Und auch da ist jetzt die Herausforderung, dass du deinen Rumpf ganz stabilisiert lässt und dass sich nur Arm und Bein bewegen. Wenn du noch etwas weiter gehen möchtest, kannst du das nächste Mal hier oben bleiben. Du musst den Fuß gut flexen, du musst dich gut über die Rückseite aufspannen. Und jetzt einatmen, schiebst deinen ganzen Körper leicht nach vorne und ausatmen zurück. Du musst jetzt also horizontal nach vorne und nach hinten bewegen. Das letzte Mal. Wenn du das nächste Mal die Schultern wieder über dem Handgelenk hast, legst du die Hand ab und das Bein kannst du jetzt seitwärts ablegen. Der Fuß ist leicht ausgedreht. Mit der nächsten Einatmung nimmst du jetzt deinen linken Arm gestreckt zur Decke. Und ausatmend tust du durchfädeln unter dem Standarm. Jetzt immer einatmend öffnen, versuchst beide Schultern übereinander zu bringen. Und ausatmend durchfädeln. Und jetzt kannst du anfangen, dich vielleicht noch etwas weiter zu öffnen. Beim Einatmen, der Rest bleibt gleich. So dass du den Brustkorb schön aufmachen kannst. Das letzte Mal. Und wenn du das nächste Mal durchgefädelt hast, legst die Hand wieder unter den Schultern ab. Wir wechseln die Seite. Jetzt kommt die strenge Seite. Nimmst den rechten Arm einatmend zur Decke und ausatmend auch wieder durchfädeln unter dem Stützarm. Und auch hier ist das Ziel, dass du versuchst, bei jedem Mal vielleicht noch etwas mehr aufzumachen, wenn der Arm zur Decke geht. Und der letzte Durchgang. Wenn du das nächste Mal durchgefädelt hast, kommst du wieder zurück in den Kniestand, fassest dich an den Ellbogen. Den Kopf kannst du jetzt auf der Stirn ablegen. Das Becken bleibt über deinen Knie und deine Ellbogen. Versuchst nach vorne zu schicken, sodass dein Rücken so ein bisschen eine Rutschbahnposition annehmen kann. Und dann versuchst du mit jeder Ausatmung deinen ganzen Brustkorb noch etwas mehr Richtung Boden sinken zu lassen. Ja, dann kannst du dich wieder lösen. Kommen wieder zurück in Vierfüßler. Machen wir Cat Stretch die andere Richtung. Das heisst, mit der nächsten Ausatmung lässt das Becken gegen vorne kippen und schiebst dich so zurück in den Fersensitz. Und einatmend kommst du mit rundem Rücken wieder rauf. Ausatmend Becken vorne kippen und so zurückschieben. Und wenn du das nächste Mal im Fersensitz bist, dann kannst du auch wieder einen Moment bleiben und einen Moment in Dehnung über deine Wirbelsäule geniessen.
kommst wieder zurück in Vierfüßler. Auch da musst du dich wieder so organisieren, sodass die Gelenkachsen stimmen, die Hände hast unter den Schultern und die Knie sind unter den Hüften gelenkt. Die Wirbelsäule ist gestreckt. Und jetzt mit der nächsten Ausatmung tust du deinen linken Arm gestreckt lösen. Einatmen, senkst ab und ausatmen kommt der rechte Arm. Auch da versuchst du deinen Rumpf ganz stabilisiert zu behalten. Deine Schultern bleiben weg vom Ohr. Und wenn du das nächste Mal den linken Arm ausgestreckt hast, legst du ihn auch wieder auf den Kleinfingerseite ab. Streckst das rechte Bein aus, legst es auf den Fußspitzen ab. Und ausatmen, tust Arm und Bein anheben. Immer einatmen, senkst ab. Es langt, wenn du das Bein hüfthoch ausstreckst. Es geht mir vor allem um die Länge. Und wenn du das nächste Mal hier oben bist, haltest du oben. Wenn du so etwas weiter gehen möchtest, kannst du einatmen und versuchen, etwas weiter vorzuschieben und ausatmen wieder zurück. Dein Fuß bleibt geflext. Und du tust dich jetzt auch wieder horizontal nach vorne verlagern und dann wieder zurück. Das letzte Mal. Und wenn du das nächste Mal wieder deine Schulter über den Handgelenk hast, dann bleibst du. So legst du den anderen Arm ab. Und jetzt kannst du das rechte Bein etwa auf Kniehöhe ablegen. Fuß ist leicht nach außen gedreht. Wir fangen auch wieder zuerst an mit der einfacheren Seite. Nimmst einatmend deinen rechten Arm zur Decke. Und ausatmend tust du unten durchfädeln beim Stützarm. Und einatmend aufmachen. Und jetzt versuchst du einfach einmal deine Schultern übereinander zu bringen. Und wenn das gut geht, kannst du anfangen, deinen Brustkorb noch etwas weiter aufzumachen. Und so vielleicht Schritt für Schritt noch etwas weiter öffnen. Das letzte Mal. Und wenn du das erste Mal durchgefädelt hast, legst du auch die Hand wieder ab. Jetzt kommt die strengere Seite, nimmst du ab und den linken Arm zur Decke. Und ausatmen, du kannst auch wieder durchfädeln. Und vielleicht gelingt es dir auch da, jedes Mal vielleicht noch etwas mehr aufzumachen. Der letzte Durchgang. Gut, und wenn du das nächste Mal durchgefädelt hast, nimm das Bein wieder zurück. Wir gehen wieder in den Kniestand. Kopf kannst du auch wieder auf den Stirn, auf den Matten ablegen. Den kannst du jetzt schon mal ein bisschen strecken. Schau mal, wie sich das anfühlt. Deine Schultern. Und auch da versuchst du mit jeder Ausatmung den ganzen Brustkorb noch etwas tiefer sinken zu lassen. Und wenn sich das gut anfühlt, kannst du auch gerne mal deine Arme strecken. Oder sogar die Finger aufstellen. Ja, dann löse ich und wir kommen vom Vierfüßler in den ersten Upstretch. Zum Ankommen kannst du gerne mal die rechte Ferse, mal die linke Ferse hinten abschicken. Du kannst gerne auch noch deinen Oberkörper aufdrehen. Entweder zum gestreckten Bein hin. Zum angewinkelten Bein hin. Gut, dann haltest du noch einen Moment im Upstretch. Und wir fahren weiter. Einatmen, kommst in die Stützposition. Bringst die Schulter über die Handgelenk. Und ausatmen, gehst wieder zurück in den Upstretch. Und wieder einatmen, führen. Deine Hände bleiben jetzt auf dem Boden. Sie sollten sich nicht verschieben. Und wenn du das nächste Mal in der Stützposition bist, dann haltest du da, die Schultern sind weg vom Ohr. Die nächste Serie ist jetzt ein bisschen strenger. Du hast immer die Wahl, die Knie abzulegen, wenn es streng wird.
Wir fangen an mit der rechten Seite. Du kommst über die rechte Seite, zuerst in den Unterarmstütz, dann stoßst du dich wieder auf und dann über links. Und dann wieder über rechts. Machen wir das abwechselnd. Und du kannst gerne einfach die Knie ablegen. Und wenn du das nächste Mal im Unterarmstütz bist, haltest, du auch wieder die Schultern sinken lassen. Der Bauch ist gut aktiviert. Jetzt mit der nächsten Ausatmung du das Becken, die rechte Beckenhälfte auf die Seite sinken lassen. Kommst du einatmen zurück und dann links. Auch da kannst du gerne deine Knie ablegen. Nochmal eine Drehhaltung. Achte darauf, dass du in den Schultern schön weit bleibst. Der letzte Durchgang. Und wenn du das nächste Mal da oben bist, halten wir noch einen kurzen Moment. Gut, und dann kannst du lösen. Wir machen kurz Pause mit der Scheibenwischerübung. Für das kannst du deine Hände auf deinem Handkissen ablegen. Und deine Unterbeine lässt so ein bisschen sanft hin und her gleiten, sodass die ganze Spannung aus dem unteren Rücken wieder raus kann. Beide Beine ausstrecken. Nimmst deine Ellbogen unter deine Schultern. Kommst also jetzt Sphinx. Lass noch einmal die Schulterblätter sinken. Versuch das Brustbein anzuheben. Scheitel, schickst so die Decke rauf. Und dann bleibst du einen Moment so. Und versuchst jetzt mit jeder Ausatmung dein Brustbein da noch etwas weiter vorne zu schicken. Und wenn du einen gesunden unteren Rücken hast, kannst du auch mal schauen, wie es sich anfühlt, wenn du den ein bisschen streckst und dann lösest. Achte darauf, dass aber deine Schultern tief bleiben. Und wenn du das nächste Mal hier oben bist, kannst du noch einen kurzen Moment halten. Ich würde den nicht ganz strecken, sodass du sie nicht kannst überstrecken kannst. Dann kannst du auch wieder lösen. Auch hier lösen wir einen Moment lösen mit der Scheibenwischerübung. Dann stoßt du dich auf und kommst in den geretschten Fersensitz zum Schluss. Das heisst, deine Knie kannst mattenbreit öffnen, die Füße sind näher beieinander und der Kopf lässt auch wieder auf dem Boden oder auf deine Hände ab, so wie es für dich stimmt. Und spürst einen Moment nachher. Und dann kannst du den nicht in den Körper nehmen und du rollst dich langsam wieder auf. Vielen Dank fürs Mitmachen. Ich hoffe, es hat dir Spass gemacht und ich wünsche dir eine gute Zeit. Ciao.